Millionen Menschen in den USA, Mexiko und Kanada, die können heute eine totale Sonnenfinsternis erleben. Gegen 15.30 Uhr Ortszeit der US-Ostküste wird der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchziehen und dabei die Sonne komplett verdecken. Die Vorbereitungen für das Spektakel, die laufen ja schon seit Monaten. An vielen Orten sind Partys zum gemeinsamen Beobachten geplant. Viele Hotels und Ferienwohnungen sind daher auch ausgebucht. Nur die Wetteraussichten trüben die Vorfreude auf dieses Himmelsspektakel. Vielerorts sind nämlich Wolken und Regen angekündigt. Naja, dass wir dann eine Sonnenfinsternis haben, ist irgendwie logisch, oder? Wenn wir mal gar nichts sehen.